Zeit und einen wunderschönen guten Morgen oder auch guten Abend. Willkommen zu diesem Video. Heute werden wir uns die Schnellschuss des Gründers anschauen. Diese wunderschöne Waffe, wie sie ja, schön aussieht. Ja, werden wir uns heute anschauen. Wir werden sie heute aber auch vergleichen mit anderen Waffen bzw. mit anderen Erfahrungspunkten, genau, mit anderen MPs. Und ich habe hier tatsächlich ein paar hergestellt. Ich habe hier noch eine Wildkatze, die ganz lustig geperkt ist. Ich mag die. 22 Schussrate, das ist das Höchste, was geht. Ja, wir werden uns trotzdem die Schnellschuss des Gründers anschauen. Ich habe hier die Bleiprügler dabei, Klagelied, Mini-Strahletron, Nordmann, Rattata, die Springflut und noch eine weitere Schnellschuss des Gründers. Und ja, wir werden uns die einzelnen anschauen. Wir werden uns auch die Schadenswerte anschauen. Und ich würde sagen, wir können uns auch erstmal die Schadenswerte im Einzelnen mal anschauen. Währenddessen kann ich ja eine Mission schon mal starten. Dann geht das hier alles viel, viel, viel schneller. Und daher, ja, gehen wir mal hier hin. Ja, ja, ich weiß. Kann ich nicht mehr benutzen. Dies, das, Ananas. Also, wir können sehen, ich habe jetzt hier eine auf 144. Ist natürlich ein bisschen unfair. Wir haben jetzt hier 130er Waffen. Wir können hier diese Variante nehmen. Die hat, ja, ist voll edgy. Wir haben eine Crit-Wertung, doppelt Crit-Schaden, ein Damage-Perk, Energie. Und der Kernvorteil ist sehr interessant. Wird ein Gegner mit dieser Waffe getroffen, erhöht sich der Waffenschaden um 1,7% und die Nachladegeschwindigkeit um 1% für 2 Sekunden kann bis zu 25 Mal gestapelt werden. Und hier hätte ich, wie gesagt, eine Frage an euch. Mir kommt es so rüber tatsächlich, wenn ich nachgeladen habe, dass ich immer noch diesen Stapel in gewisser Weise fortführen kann, beziehungsweise dieser Stackte bleibt sozusagen. Das heißt, ich habe zwar diese 25 Kugeln jetzt verschossen, mache jetzt also hier auch entsprechend mehr Waffenschaden sozusagen. Und ich habe das Gefühl, er bleibt vorhanden, weil irgendwie auch das Licht dieser Waffe mir das auch so anzeigt. Hierbei hätte ich gerne die Frage an die Leute, die halt diese Waffe wirklich aktiv spielen. Stimmt das oder stimmt das nicht? Sagt ihr, ja, der Effekt verblasst oder verschwindet sofort, sobald ihr nachgeladen habt, oder eher nicht? Wie gesagt, das ist eine Frage, die ich euch hier stellen kann. Und wir schauen uns jetzt einfach mal die einzelnen Maschinenpistolen an. Ich habe hier einige, die ich sehr gerne spiele. Ich habe hier auch zwei starke dabei, also die wirklich ehrenlos stark sind. Aber erstmal zu Bleiprügler. Kennt bestimmt jeder. Ich kann sie tatsächlich jedem auch empfehlen. Wenn wir jetzt vom Schaden her schauen, können wir sehen, also die nehmen sich nicht. Ja, okay, jetzt wissen wir schon mal, welches Model wir hatten. Darauf habe ich nicht geachtet, tut mir, also wirklich, darauf habe ich gar nicht geachtet, aber wir werden uns die gleich nochmal anschauen. Also, man hat gerade die Werte und die Damage-Zahlen gesehen, die waren glaube ich gleich gewesen. So, da sind wir reingejoint, geht nämlich viel, viel schneller, wenn man kurz wartet, weil der Server immer noch reinjoint. Ja, deswegen wartet man kurz, dann hat man eine kleinere Ladezeit. Wir schauen uns das nochmal kurz an. Hops, 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 hops. Wir schauen uns mal die Werte mal an. Was ändert sich hier? Der Crit-Schaden ändert sich. Ansonsten ist die Bleiprügler 1 zu 1 genauso wie die Schnellschuss des Gründers. Ja, gut. Aber ich kann kurz zur Bleiprügler sagen, ihr könnt sie nicht auf doppelt Crit-Schaden perken. Was halt die Schnellschuss des Gründers kann. Aber das ist interessant zu sehen tatsächlich, weil ich habe das 1 zu 1 mit Schaden und Kopfschussschaden, Crit-Chance so und Magazingröße, Reichweite, Haltbarkeit und so. Gut, Haltbarkeit nicht. Ich glaube, der Einschlag ändert. Nee, der Einschlag ändert sich auch nicht. Es gibt wirklich sehr, 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 sehr wenige Waffen tatsächlich, die 1 zu 1 genauso sind. Und ist schon krass, dass man eine Gründerwaffe mit einer Standardwaffe vergleicht und die einfach gleich sind. Das ist schon mal ein ganz guter Indikator dafür. Das heißt, schnappen wir uns mal kurz die Beine. Weil auch Rückstoß, wie gesagt, ist ja auch genauso. Und er geht wie eine Schlange nach oben. Nachlade, wie gesagt, haben wir auch da. Ah, und auch hier haben wir die Schlange sozusagen. Ja, Nachlade ist, wie gesagt, gleich. Ja, das ist schon mal eine ganz gute Sache. Übrigens, warum die Waffen jetzt mehr Munition haben, beziehungsweise mehr Magazin hat, will ich dir kurz erläutern. Ich habe nämlich gerade mit der Trommelwirbel des Gründers gespielt. Und da habe ich den Agent, den Kommando Spitfire mitgenommen. Nicht Kommando, Lightshow Spitfire habe ich mitgenommen. Der erhöht nämlich die Magazingröße um 30%. Könnt ihr hier sehen, dass sie erhöht worden ist. Das heißt, sie haben normalerweise 25 Kugeln dabei. Jetzt, wie gesagt, haben sie mehr dabei. Und ja, ich würde sagen,
Ist schon mal eine gute Sache tatsächlich. Wie gesagt, ich habe jetzt glaube ich 3, 4 Videos gemacht und ich habe das einfach nicht mitbekommen, dass die Schnellschuss des Gründers genauso ist wie die Bleiprügler. Aber hey, jo, dann haben wir jetzt alles was dazu gelernt. Ich würde sagen, wir steppen einfach mit der Waffe in den Kampf rein. Die anderen MPs schauen wir uns natürlich auch noch an, aber wir schauen uns jetzt erstmal diese hier an. Und hier übrigens kann ich auch einen kleinen Tipp geben, den hier. Agent des Gauss zum Beispiel hat die Fähigkeit, dass ihr ja, die Schüsse bzw. euer Magazin schneller nachladen könnt. Wenn ihr eine Fähigkeit macht, so könnt ihr den Damage Output von euch nochmal schön erhöhen. Den Gegnern auch nochmal Schaden zufügen. So. Kriegen wir auch noch ein schönes Stack. Und ja, mit Agent des Chaos kann man halt dafür sorgen, dass man schneller nachladen kann. Ich spiele ja jetzt hier die Damage-Variante. Wir können jetzt einfach mal die Bleiprügler auch nochmal so mitnehmen, würde ich mal sagen. Und uns das mal anschauen. Also ist schon krass, wie gesagt, dass die Waffen wirklich eins für eins das gleiche sind. Ausgenommen vom Kernvorteil und von einem Perk-Unterschied. Also vom Kern, nicht vom Kernvorteil, aber. So. Ja. Man kann die Bleiprügler, wie gesagt, auf Leitschan noch perken. Das wäre natürlich nochmal eine andere Sache tatsächlich. Ups, ups, ups. Palla. Ja, ist gerade ein bisschen doof. Bei mir ist es gerade ziemlich hell und mein Bildschirm ist daher auch relativ überbelichtet. Kann man das so sagen? Kann mich leider mit PCs nicht aus. Hab halt einen Fernseher. So, wir werden noch von hinten angegriffen. Wunderschön geholt. Aber auch hier mit der Bleibrille kann man ganz gut arbeiten. Wie gesagt, Einschlag ist ja auch genauso gleich. Und wer, wie gesagt, Schnellschuss des Gründers noch nicht hat, aber ein bisschen üben möchte, kann die Bleibrügler nehmen. Leitschaden kann ich auf der Bleibrügler deutlich mehr empfehlen als die Kopfschuss-Eliminierungen. Einfach aus dem Grund, du kannst halt den Kernvorteil harmonieren lassen. Wenn wir uns das mal hier kurz anschauen. Wir haben jetzt den Schaden gegen Nebelmonster und Bosse mit. Ihr könntet 30% mehr Schaden gegen leidende Ziele mitnehmen. Wäre also dort eine deutliche Verbesserung. Ansonsten haben wir noch weitere Maschinenpistolen. Hier hätten wir einmal das Klageglied, die wahrscheinlich relativ unfair ist, genauso wie Mini-Strahlotron. Übrigens auch die kann ich nochmal nachladen, das ist ein genereller Bug. Können uns das einfach mal anschauen. Wie gesagt, der Kernvorteil ist hier deutlich besser. Ja, wir laden jetzt auch wieder nach. Leider sehe ich die Nachlade nicht. Also den Nachlade, wie viel Nachlade die hier dabei hat. Wir können nur ungefähr schätzen. Aber ich finde auch hier, sie macht schon deutlich mehr Schaden, hat eine kleinere Schussrate. Wie gesagt, ich möchte euch Ersatzwaffen vorstellen, obwohl die bleibt eigentlich schon, ja, in gewisser Weise ganz gut dazu passt. Ja, auch mit der Mini-Strahlotron kann man gut arbeiten. Jetzt kommen wir zu einer Waffe, die kaum einer spielt, aber ja, ihr könnt damit auch relativ easy Smasher und sonstiges holen. Ich hatte die vorher auf doppelt Crit Schaden gehabt. Und die Waffe ist doch schon ein bisschen ehrenlos. Übrigens, der Nachladeeffekt, dass sie Schaden kassiert, bekommt die erst, wenn der Effekt weg ist. Entweder ihr wechselt die Waffe. Ja, solange bleibt die in gewisser Weise aufgeladen. Und ja, ist schon krass, was sie mit drei Kugeln so anrichten kann. Das sind auch Elementargegner. Und easy geklappt. Ja, natürlich sind wir jetzt One-Hit durch alles. Fast One-Hit. Deswegen empfehle ich generell, solche Waffen immer mit Schild zu spielen. Wer sie hier mit einer anderen Sache spielt, also mit. Sag schon. Also explosive Vergangenheit kann das komplett vergessen, weil du kannst halt. Du stirbst halt zu schnell. Moin. Easy peasy lemon squeezy. Würde ich mal sagen. Also man sieht das hier, was die Waffe hier gerade anrichtet. Könnt auch sehen. Schadenstechnisch. Ja, In-Hit von den Kollegen und ich bin tot. Aber ich habe das Lager gecleared. Krass, oder? Ja, die Waffe ist wie gesagt sehr stark. Ich würde sie aber hier jetzt nicht ins Ranking mit reinnehmen. Einfach aus dem Grund, weil sie halt mit diesem Kernvorteil sehr stark ist. Bei der Schnellschuss des Gründers, wie gesagt, ist es zwar auch stark, aber du musst einen komplett anderen Spielstil bei der Waffe haben. Ansonsten hätten wir natürlich noch zwei weitere Waffen. Die Springflut, die Nordmann
und die Ratata. Auch diese Waffen, ich finde tatsächlich, klar, sie machen es vom Schaden her, es ist jetzt nicht so viel. Gut, ich glaube, die Springflut würde sogar fast auch wieder rankommen. 9000 Schaden haben wir jetzt hier am Start. Die Ratata liegt bei 10.000 Schaden. Gut, die ist auch auf physisch. Aber wie gesagt, bei der Ratata will ich, wie gesagt, diesen Leitschaden kurz zeigen, der ja auch sehr, sehr interessant ist. Und dann wird das Video hier wahrscheinlich auch gleich zu Ende sein. So, jetzt laden wir nach. Der Leitschaden ist hier schön am Start. Gegen Elementar ging er natürlich deutlich weniger. Aber dennoch können wir hier ganz gut arbeiten. Wir können auch hier gleich mal auf die Springflut zurückgreifen. Hier hat nämlich auch nochmal Leitschaden dabei. Energieelement ist er. Auch hier können wir ganz gut arbeiten. Und die Gegner relativ gut wegholen. Das heißt, es gibt genug Waffen tatsächlich, die man ersatzweise spielen kann. Ich habe jetzt noch die Nordmann. Die Nordmann ist tatsächlich für dieses aktuelle Event gut geperkt. Beziehungsweise ist auf Feuerelement geperkt und hat einen Kernvorteil dabei, den man so wahrscheinlich nicht auf einem Piece sehen sollte. Aber man sieht ihn hier halt. Und zwar 5 aufeinanderfolgende Treffer gegen das gleiche Ziel lösen eine Explosion aus, die 70% Schaden verursachen. Und damit kann man ja schon die eine oder andere Hülle relativ gut unter Feuer nehmen, würde ich mal sagen. Wenn sie das denn überleben sollte. Ja, das entsprechend dazu. Im Endeffekt, wie gesagt, ist die Springflut für mich eine Waffe tatsächlich, die ich relativ gut finde. Macht Spaß tatsächlich auch damit zu spielen. Diese Perkung hier zum Beispiel, wo du halt schneller nachladen kannst, ist übrigens auch nochmal geil. Das können wir uns auch nochmal anschauen. Lebenspunkte sehen ja auch nochmal ganz in Ordnung aus. Ich finde es geil, dass halt alles immer angezeigt wird. So. Guten Morgen. So. Schlupp, nachgeladen und instant weiterschießen. Klar, du hast weniger Schaden. Das ist natürlich ganz klar. Aber du kannst halt schneller nachladen und den Gegner wieder Feuer unter Feuer nehmen. Harmoniert auch schön mit dem Kernvorteil. Was ich auch sehr, sehr angenehm finde. Ihr seht ja auch den Effekt, der hier vorne ist. Den wir hier haben. Damit können wir ganz gut arbeiten. Und ja, wie gesagt, die Variante finde ich tatsächlich sehr angenehm. Ich besitze leider diese Waffen nicht. Dementsprechend kann ich dort auch keine weiteren Informationen geben. Nur das, was ich jetzt hier gefunden habe. Und ich würde sagen, ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Wir sehen uns dann natürlich in den nächsten und folgenden Videos wieder. Bis dahin, Leute, und ciao.